Hallo und willkommen zur heutigen Einheit der Grundlagen der Elektrotechnikübung. Wir starten heute die Reihe für das Frequenzkennlinienverfahren und werden dabei mit dem Bode-Diagramm beginnen. Nachdem wir lineare zeitinvariante Systeme besprochen haben, führen wir auch schon das Bode-Diagramm ein. Nach einem kleinen Beispiel werde ich noch zeigen, wie man eben verschiedene Übertragungsfunktionen überlagern kann und dann auch die Anwendung für das Frequenzkennlinienverfahren. Ja, schauen wir zuerst, was wir überhaupt betrachten. Wir betrachten ein sogenanntes lineares zeitinvariantes System. Der Begriff linear bedeutet eben, dass wir in diesem Fall bei einer doppelten Eingangsspannung auch eine doppelte Ausgangsspannung haben zum Beispiel. Und zeitinvariant bedeutet, dass eben alles, was in diesem System sich befindet, nicht abhängig von der Zeit ist. Wenn wir es also hier mit Bauteilen zu tun haben, mit RLC, dann sind eben diese Bauteile unabhängig von der Zeit, was ja zumeist der Fall ist. Ja, und jetzt ist für uns interessant, wie das die Übertragungsfunktion ausschaut, nämlich das Ein-Ausgangsverhalten. Und diese wird immer beschrieben mit dieser komplexen Funktion f von j Omega. Wir sagen also, wir haben eine komplexe Funktion f, welche abhängig ist von der Frequenz. Und das ist eben genau die Frequenz, mit welcher wir dieses System speisen. Und diese Übertragungsfunktion ist definiert als die Ausgangsspannung durch die Eingangsspannung. Und wir haben hier eben, weil es sich um eine komplexe Funktion handelt, eben entweder Real-Imaginärteil oder eben Betrag und Phase. Und genau das schaut man sich für solche Systeme an. Nämlich schauen wir uns zuerst den Betrag an und dieser wird oft über oder in Dezibel angegeben. Wenn wir also eben diese komplexe Übertragungsfunktion haben, dann bekommen wir den Betrag in Dezibel, indem wir einfach 20 mal den 10er Logarithmus von eben dem Betrag dieser komplexen Funktion nehmen. Das zweite ist natürlich die Phase und da hat man eben die sogenannte Argumentfunktion, Argfunktion, und das ist hier eben die Phase, welche diese Funktion eben bei einer gewissen Frequenz Omega hat. Ja, und was bringt uns das Ganze oder warum notiert man das so komisch? Die Notation in Dezibel bringt einfach sehr viele Vorteile in der Anwendbarkeit und in der Darstellung, aber das werden wir noch auf dem weiteren Weg schon sehen und darüber stolpern. Dann können wir auch schon mit dem Bode-Diagramm beginnen. Das Bode-Diagramm ist nämlich die Darstellung der Übertragungsfunktion über zwei Graphen. Ja, welche Graphen sind das? Der erste ist eben der Betrag dieser Übertragungsfunktion, eben hier der Betrag von f und j Omega in Dezibel. Und die zweite Funktion ist eben die Phase der Übertragungsfunktion. Man spricht auch hier vom Betragsgang oder vom Phasengang. Und wie wir hier auch sehen, ist die Frequenz in logarithmischer Darstellung gewählt. Wenn wir uns das anschauen, also hier ein Schritt ist eben eine Dekade. Wir haben hier 1, hier 10, 100, 1000 und eben 10.000, 1 durch Sekunde für Omega. Wir haben also diese Achse in Logarithmen skaliert. Und Sie sehen auch hier diese Skalierung. Hier haben wir 2, 3, 4, 5 und die Schritte werden immer kleiner. Das ist eben charakteristisch für so eine logarithmische Skalierung. Man kann das Ganze auch vielleicht etwas anders anschreiben und eben Log von Omega, beziehungsweise Log mal Sekunde von Omega, damit es mit den Einheiten wieder stimmt. Und man kann das so auch anschreiben, damit es noch dezidierter dasteht, dass wirklich eben die Achse logarithmisch gewählt wurde. Aber man erkennt es auch an der Zeitleiste oder beziehungsweise an der X-Achse der Beschriftung. Und das Bode-Diagramm besteht eben immer aus dem Betrag dieser komplexen Funktion in Dezibel angegeben und eben der Phase dieser komplexen Funktion. Ja, was wir schon besprochen haben, f von j Omega muss in diesem Fall eben linear und zeitinvariant sein. Und wenn es wirklich dieses Verhalten hat, dann entspricht eben ein Frequenzpunkt hier das Übertragungsverhalten von einer reinen Sinusschwingung mit dieser Frequenz. Wenn ich also in diese Frequenzleiste reingehe,
dann kann ich genau bei 10 hoch 2 bei 100 mal 1 durch Sekunde ablesen, was dort die Funktion spielt. Hier habe ich noch ein leeres Diagramm, aber wir werden gleich ein Beispiel kennenlernen. Starten wir gleich durch mit diesem Beispiel und in diesem Beispiel ist dem folgendes Übertragungsverhalten gegeben. Ich habe also eine Funktion f von j Omega ua zu ue von 1 durch 1 plus j Omega durch 10 hoch 2 mal 1 durch Sekunde. Und wenn Sie das in irgendein beliebiges Programm eingeben, von mir aus auch in Wolfram Alpha oder in Python MATLAB, dann spuckt uns das Bode-Diagramm eben folgendem Verlauf aus. Und was wir hier sehen, ist, dass wir relativ konstant sind. Also wenn die Frequenz sehr klein ist, dann ist ja dieser Term verglichen mit dem 1er sehr klein. Und wir sehen, 1 durch 1 ist eben 1, was 0 dB entspricht. Und das Ganze ist dann relativ lang genau eben dieser 0 dB. Erreichen wir die Frequenz von 10 hoch 2, dann ist der ja, j mal 10 hoch 2 durch 10 hoch 2, dann haben wir 1 plus j. Und der Betrag ist eben 1 durch Wurzel aus 2 und das entspricht eben minus 3 dB. Also wir sehen hier, dass wir genau bei dieser Frequenz eben minus 3 dB haben. Und was sehen wir noch? Wir haben auch genau minus 45 Grad. Und das ist eine sehr gängige Frequenz oder ein sehr wichtiger Kennwort. Man spricht eben hier von einer Grenzfrequenz. Diese ist eben für passive Netzwerke immer definiert. Und dies ist die Frequenz, an welcher die Amplitude auf das 1 durch Wurzel aus 2-fache gesunken ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist eben der Betrag dieser Übertragungsfunktion für genau diese Frequenz 1 durch Wurzel aus 2. Und was sehen wir noch? Das Argument ist eben in diesem Fall bei minus 45 Grad, aber es gibt dann auch Schaltungen, wo es eben bei plus 45 Grad ist, beziehungsweise es gibt auch Schwingkreise, da haben wir plus und minus, also zwei dieser Grenzfrequenzen. Ja, und jetzt ist schon, wie ich es schon vorher gesagt habe, kann ich eben hier schauen, dass ich genau bei einer Eingangsfrequenz, beim Eingangssignal von 100 mal 1 durch Sekunde, hier eine Phasenverschiebung von minus 45 Grad habe und eine Abschwächung von minus 3 dB, was eben 1 durch Wurzel 2 entspricht. Und so arbeitet man auch mit diesem Diagramm. Ja, weil diese Kurve händisch sehr schwer zum Zeichnen ist, gibt es dafür auch oder wird dafür oft auch die asymptotische Approximation eben als Näherung dargestellt. Und was ist das? Wir wissen eben solche Kennwerte, dass wir eben genau bei dieser Grenzfrequenz knicken. Wir wissen auch, dass wir dort genau 45 Grad haben und wenn wir das noch ein bisschen näher analysieren, dann sehen wir, dass wir eine Dekade davor fängt es zu sinken an und eine Dekade danach hört es zu sinken auf. Und hier sehen wir, dass wir mit 20 Dezibel pro Dekade eben sinken und das Ganze kann man ja mit geraden Stücken eben annähern. Und das nennt sich eben die asymptotische Approximation von dieser Übertragungsfunktion. Ja, dann wollen wir uns noch den nächsten Punkt anschauen. Was passiert, wenn wir mehrere dieser Übertragungsfunktionen hintereinander schalten? Also wie werden diese im Bode-Diagramm dargestellt? Und dazu schauen wir uns eben die gesamte Übertragungsfunktion an. Und f von j Omega ist eben f1 von j Omega mal f2 von j Omega. Wir können ja auch vielleicht das Ganze noch anschauen und hier eine Spannung von um einzeichnen und dann ist der f1 von j Omega um durch ue und f2 von j Omega ist ua zu um beim Ausgang durch Eingang und wir können hier zum Beispiel wieder um kürzen und sehen, aha, das ergibt da wieder genau UA zu UE. Und wenn sich wir das noch genauer betrachten, dann haben wir ja hier den Betrag von F1 von J Omega mal dieser Phase und den Betrag von F2 von J Omega, bitte gehört hier der Betragstrich, mal E hoch J, also auch mit dieser Phase. Und wenn wir uns das genau analysieren wollen, schauen wir uns vielleicht zuerst den Amplitudengang an. Und beim Amplitudengang sehen wir, dass eben der Betrag von fj Omega einfach der Betrag von f1 mal den Betrag von f2 entspricht. Und wenn wir hier wieder die Logarithmusregeln anwenden, dann können wir das Ganze so anschreiben,
dass wir den Betrag von F1 haben in Dezibel plus eben die Verstärkung oder der Verstärkung von F2 in Dezibel. Also wir können, wenn wir zwei solcher Glieder haben oder mehrere solcher Terme, dann können wir eben einfach die Dezibel dieser, also die Pegel oder Maße addieren und bekommen dann so das Gesamtverhalten heraus. Wie schaut es bei der Phase aus? Wenn wir uns die Phase genauer anschauen, dann ist ja das Argument dieser Multiplikation, wir sehen es ja hier schon, dass wir einfach zwei E-Funktionen miteinander multiplizieren, und wenn wir zwei Exponentialfunktionen multiplizieren, wissen wir, dass die Phasen eben addiert werden. Und wir können das eben auch in diesem Diagramm sehen. Hier in blau ist eben F1 eingezeichnet, in rot ist F2 eingezeichnet. Wenn wir uns F1 anschauen, das ist eben genau dasselbe, was wir vorher schon hatten. Und F2 entspricht da einfach 0,1. 0,1, die Phase von dieser Konstante ist ja 0 Grad. Wenn Sie sich denken, es ist eine komplexe Zahl, der Imaginärteil ist 0, der Realteil positiv, dann ist das immer 0 Grad. Das ist eben hier diese strichlierte Linie. Und wenn wir hier den Logarithmus bilden und 20 mal dB rechnen, dann bekommen wir eben genau minus 20 dB heraus. Und was bedeutet das für die gesamte Übertragungsfunktion? Die blaue Kurve entspricht F1, die rote Kurve entspricht F2. Und ich muss einfach nur in jedem Punkt diese beiden addieren. So zum Beispiel bei 10 hoch 0 habe ich 0 minus 20 dB, das heißt gesamt habe ich minus 20 dB. Oder wenn wir uns 10 hoch 3 anschauen, da habe ich von der blauen Kurve minus 20 und von der roten Kurve minus 20 ergibt minus 40. Wenn ich also jeden Punkt einfach die dB-Werte addiere, bekomme ich dann die Gesamtkurve, was eben die schwarzstrichlierte entspricht. Und genau dasselbe gilt auch für die Phase. Wenn ich also jeden Punkt einfach die Phasen addiere, dann kann ich so die Gesamtphase des gesamten Systems ganz leicht ermitteln. Und wir haben gesehen, das ist eben, wenn ich jetzt mehrere solcher Übertragungsfunktionen habe, dann müsste ich hier die komplexen Funktionen multiplizieren, was durchaus einen Aufwand gleichkommt. Aber ich kann genauso auch das Ganze im Bode-Diagramm angeben, die Kurven addieren und komme so viel leichter auf das Ergebnis. Ja, dann kommen wir noch zu guter Letzt zu der Anwendung, und angewendet wird das Ganze eben im Frequenzkennlinienverfahren. Und dabei haben wir eben ein lineares zeitinvariantes System, und dieses System ist eben passiv und nicht schwingfähig. Was das genau bedeutet, haben Sie in der Theorie schon gehört, also die Nullstellen dürfen nicht komplex sein, und passiv bedeutet, dass wir eben hier keine Quellen drinnen haben, also reine RLC-Schaltungen. Und solche Systeme können eben immer mit folgender Funktion dargestellt werden. Also ich kann dieses Eingangsverhalten f und j Omega immer angeben mit einer Konstante k mal eben j Omega durch Omega 0 hoch m1, 1 plus oder minus j Omega durch Omega 1 und ähnliche Terme noch im Nenner. Also das j Omega kann ich eben hier so reinbringen, dass ich es eben nur in solche Terme eben darstelle. Und diese einzelnen Terme müssen nicht alle vorkommen. Es kann sein, dass nur einer dieser Terme vorkommt oder mehrere, und diese nennt man dann Normalformterme. Und von diesen kann man sehr einfach das Frequenzverhalten eben ermitteln und eben dann die Überlagerung, Multiplikation und Division dieser Terme ganz einfach aufaddieren und so dann das Übertragungsverhalten des gesamten Systems dann ermitteln. Ja, und von der komplexen Funktion des Bode-Diagramms spricht man eben auch oft von der Frequenzantwort, und somit ist es folgend, dass wenn ich einfach die Frequenzantwort dieser einzelnen Terme eben aufaddiere, ich so eben auf das Bode-Diagramm vom gesamten System komme. Gut, das war es jetzt mit der Einführung für das Bode-Diagramm. Im nächsten Video werden wir dann die einzelnen Terme besprechen und eben genau die Kurven der einzelnen Terme herleiten. Und zu guter Letzt werden wir dann noch das Frequenzkennlinienverfahren in dieser Gesamtheit noch besprechen. Ich hoffe, Sie konnten viel lernen und viel mitnehmen, und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann!